Hallo liebe Leute, in diesem Video geht es um den RTL Sommerplausch mit Nordrhein-Westfalens AfD-Fraktionschef Markus Wagner. Er hat bestimmt einen guten Eindruck hinterlassen, aber es gibt noch Verbesserungsmöglichkeiten. Das Interview ist ein Krimi. Das Video ist 16 Minuten lang, aber ihr werdet euch bestimmt nicht langweilen. Jetzt im Folgenden das Interview, danach ein paar Worte dazu. Ich werde jetzt bestimmt nicht alles sagen können, was es dazu zu sagen gibt. Wenn euch das interessiert, eine Stück-für-Stück-Analyse, dass man das ganze Stück für Stück durchgeht, dann könnt ihr es ja in die Kommentare schreiben. Aber das dauert dann wahrscheinlich 40 Minuten. Hallo und herzlich willkommen zum ersten RTL West Sommerplausch, diesmal von den Kölner Rheinterrassen. Ich begrüße ganz herzlich bei uns unseren ersten Gast, Markus Wagner von der AfD. Herzlich willkommen bei uns. Ja, vielen Dank. Schön, dass ich hier bin. Und hier sein darf. Auch ich sage herzlich willkommen zum ersten RTL West Sommerplausch in diesem Jahr. Es gibt viel zu bereden und nur 15 Minuten Zeit, deswegen geht es auch einfach direkt los. Herr Wagner, wir hätten es kaum geglaubt, aber tatsächlich haben wir immer noch ein Kernthema, das Kernthema Corona. Wie hat Corona Ihre Sicht auf Land und Menschen verändert? Meine Sicht auf das Land ist ja eine Sicht auf die Politik. Und ich muss mit Schrecken feststellen, dass ein Virus ausreicht, um weitreichende Eingriffe in unsere Grundrechte zu vollziehen und diese Eingriffe auch dann aufrechtzuerhalten, wenn das Virus wie jetzt beim Inzidenzwert, über den man ja sowieso noch sprechen muss, gesondert angelangt ist, wo es kaum noch nachzuvollziehen ist, dass wir weiterhin mit solchen Einschränkungen leben müssen. Sie sprechen die Einschränkungen gerade schon an. Wir gehen mal ein bisschen zurück. Im März 2020 sagte Ihre jetzige Spitzenkandidatin Alice Weidel im Bundestag noch, das Nichtstun der Bundesregierung gefährdet Leib und Leben der Menschen. Kurze Zeit später spricht Ihre Partei aber dann von einer Corona-Diktatur und von einem Ermächtigungsgesetz. Herr Wagner, wie passt das denn zusammen? Naja, da muss man ja ein bisschen unterscheiden. Frau Weidel hat nicht erst im März gesagt, dass wir uns vorbereiten müssen. Das war meines Erachtens schon im Januar und damals wurde sie als Panikmacherin verschrien. Und dann kamen plötzlich Dinge wie Lockdowns und Ähnliches, die ja immer weitergeführt worden sind und unsere Wirtschaft und Existenzen vor die Wand gefahren haben, bedroht haben, zur Arbeitslosigkeit geführt haben und weiteres mehr. Und da muss ich sagen, das war nicht angemessen. Und wir müssen immer davon ausgehen, bei dem, was wir tun, nutzt es mehr, als es schadet oder schadet es mehr, als es nutzt. Und ich glaube, die Kollateralschäden, wenn ich das mal so ausdrücken darf, der Corona-Maßnahmen, die wir hier sehen, die sind erheblich. Und somit ist mehr Schaden als Nutzen angerichtet worden, während die Risikogruppen nicht geschützt worden sind. Herr Wagner, Sie haben mal gesagt, so schlimm sei Corona gar nicht. Sehen Sie das immer noch so? Ich habe nie gesagt, Corona sei nicht so schlimm, sondern ich habe immer die Frage gestellt, warum schützen wir die Risikogruppen nicht? Ich habe die Inzidenzwerte in Frage gestellt und mittlerweile sehen wir ja auch, dass die Aussagen zur Belegung von Intensivstationen ganz offensichtlich falsch waren und damit Panik verbreitet wurde. Und Panik zu verbreiten, das ist ein Mittel der Politik, das ich mir in diesem Land nie habe vorstellen können und jetzt feststellen muss, es wird einfach gemacht, nicht nur in dem Falle, auch im Klimafall. Das ist aber ein anderes Thema. Halten Sie die Maßnahmen für übertrieben? Ich halte die Lockdown-Maßnahmen, so wie sie vollzogen worden sind, für übertrieben. Ich halte sie auch für falsch. Die Ludwig-Maximilian-Universität hat ja auch festgestellt, dass diese Lockdown-Maßnahmen keinen wirklichen Effekt haben. Und wenn wir in Länder wie die Schweiz oder Schweden schauen, dann sehen wir ja, dass die nicht schlechter fahren. Wenn wir es vergleichen mit den USA, Kalifornien und Florida zum Beispiel, beide mit einem ähnlichen Klima, auch dann sehen wir Kalifornien mit Lockdowns, Florida mit weitgehender Freiheit und Florida ist besser durchgekommen. Aber Sie selbst haben sich ja sehr früh impfen lassen, auch Ihren 16-jährigen Sohn. Da haben Sie ja sehr viel Ärger für auch bekommen. Warum haben Sie das machen lassen? Das ist relativ einfach. Ich betreibe eine Einrichtung der Eingliederungshilfe für chronisch psychisch kranke Menschen. Und wir sind eine Hochrisikoeinrichtung, das hat auch das Gesundheitsamt schriftlich bestätigt, weil wir Hochbetagte haben und auch mehrfach Vorerkrankte. Und es ging darum, die Bewohner zu schützen, meine Bewohner zu schützen, das ist meine Verantwortung. Und dementsprechend haben wir agiert, nämlich Geimpfte können das Virus kaum weitertragen. Und dementsprechend wurde bei uns in der Einrichtung auch geimpft und auch die Mitarbeiter. Und wenn es nach mir gegangen wäre, hätten wir das Impfangebot auch auf Betreuer ausgeweitet. Mit dem kaum Weitertragen habe ich eine andere Information. Der Impfschutz schützt ja nicht davor, nicht andere anzustecken.
Nur die Verläufe der Krankheiten sind ja weniger schlimm. Aber zu 90%. Das ist zumindest die Information, die ich habe. Herr Wagner, es gab und gibt regelmäßig Querdenker-Demos. Das sind Menschen, die die Corona-Maßnahmen teils massiv oder auch Corona teils massiv in Frage stellen. Für viele Menschen sind das Idioten, die damit laufen. Für viele Menschen sind das aber auch Helden. Was sind diese Menschen auf den Corona-Demos oder auf den Querdenker-Demos denn für Sie? Das sind Menschen in erster Linie, die ihr Demonstrationsrecht wahrnehmen, also ihr Grundrecht. Und ihr Grundrecht dafür wahrnehmen, für Grundrechte zu demonstrieren. Und das halte ich zunächst mal für richtig. Im Übrigen hat sich ja auch herausgestellt, ich gehe nochmal zurück, beispielsweise auf das Thema Intensivbettenbelegung, was gestern noch Verschwörungstheorie war, ist heute auf einmal Wahrheit. Ja? Deswegen sollten wir sehr vorsichtig sein, all diejenigen, die kritisch sind und sich kritisch zu Corona-Maßnahmen äußern, als Verschwörungstheoretiker zu bezeichnen. Denn manchmal holt einen die Wahrheit schneller ein, als dem einen oder anderen lieb ist. Aber ich denke, wir können uns schön darauf einigen, dass da auch Verschwörungstheorien bei sind, die sich wahrscheinlich niemals bewahrheiten lassen. Das wird es mit Sicherheit geben. Aber das heißt nicht, dass die Leute nicht demonstrieren dürfen. Das auf jeden Fall. Gibt ein Demonstrationsrecht. Auf den Demos laufen aber auch Reichsbürger, Antisemiten, haben wir sehr prominent in Berlin gesehen, Verschwörungstheoretiker und andere Demokratiefeinde mit dem NRW-Verfassungsschutz und dem NRW-Innenminister. Macht das große Sorge? Ihnen auch? Ich glaube, dass diejenigen, die sich auf sogenannten Querdenker-Demos befinden und gegen Corona-Maßnahmen demonstrieren, dass man von denen nicht verlangen kann, sich anzugucken, wer läuft denn da vereinzelt noch mit. Ja, dafür sind diese Demonstrationen zum Teil auch viel zu groß. Und dementsprechend kann man das nicht, doch nicht der übergroßen Mehrheit derjenigen anhängen, die dort friedlich für ihre Werte und für die Grundwerte in unserem Land demonstrieren. Also macht Ihnen das keine Sorge, wenn Reichsbürger oder wenn vielleicht auch andere Antisemiten versuchen, diese Gruppen zu infiltrieren und versuchen da auch Leute vielleicht von ihrer Überzeugung zu überzeugen? Sorge würde es mir machen, wenn es Ihnen gelänge. Aber das sehe ich im Augenblick nicht. Der Verfassungsschutz sieht das ja möglicherweise ein bisschen anders. Der würde Ihre Partei gerne zum Verdachtsfall machen. Können Sie das nachvollziehen? Nein, das kann ich nicht nachvollziehen. Das konnte ich auch nicht nachvollziehen. Das Urteil vom Verwaltungsgericht Köln ist ja ein entsprechendes, nämlich dass der Verfassungsschutz das zunächst mal überhaupt nicht darf. Und dann werden wir weitersehen. Und falls der Verfassungsschutz sich da durchsetzt, werden wir klagen. Und ich bin sicher, wir werden erfolgreich klagen. Herr Wagner, Ihre Partei wollte ja mal eine konservative Alternative sein zum bestehenden Parteienlandschaft, eine durchaus ehrenwerte Zielsetzung. Und jetzt gibt es sogar Politiker in ihren Reihen, Spitzenpolitiker in ihren Reihen, die Faschist genannt werden dürfen. Björn Höcke beispielsweise. Wie konnte es so weit kommen? Sie müssen vielleicht die Genese kennen. Es ging um eine Demonstration irgendeiner Gruppierung in, ich glaube, in Eisenach war es seinerzeit. Und dort hatte man ihn oder wollte man Björn Höcke als solches bezeichnen. Es war die Stadt Eisenach, die sich dagegen verwahrt hat und geklagt hat. Das war nicht Björn Höcke, der geklagt hat. Und das Gericht hat schlicht und ergreifend festgestellt, dass es im Rahmen der Meinungsfreiheit ist, einen Politiker so bezeichnen zu dürfen. Nicht mehr und nicht weniger. Das Gericht hat nicht festgestellt, Björn Höcke sei ein Faschist. Er hat festgestellt, dass man ihn so nennen darf, im Rahmen der Meinungsfreiheit. Ja, natürlich, im Rahmen der Meinungsfreiheit. Und wenn jemand behauptet, ich wäre einer, dann ist das vielleicht auch im Rahmen der Meinungsfreiheit. Aber die Zahlen Ihrer Partei deuten ja darauf hin, dass die Akzeptanz der AfD schwindet. Hat das möglicherweise auch damit zu tun, dass ja doch auch immer Ihre Partei immer sehr laut, sehr polterig, auch sehr provokant ist und dass da vielleicht der ein oder andere sich vom Kopf gestoßen fühlt? Also 3 Monate vor der letzten Bundestagswahl standen wir in Umfragen bei etwa 8% und sind bei 12,6 rausgekommen. Jetzt stehen wir, die neueste Insa-Umfrage besagt, dass zumindest 3 Monate vor der Bundestagswahl bei 11%. Und wenn ich das erstmal zugrunde lege, dann bin ich guten Mutes, dass wir dort rauskommen werden oder besser rauskommen werden, als es bei der letzten Bundestagswahl der Fall war. Und die AfD wird ja auch gebraucht in diesem Land. Sei es, wenn es um Zuwanderungspolitik geht, wir haben das Beispiel Würzburg jetzt auch gerade gesehen, um den Schutz unserer Grenzen geht. Sei es, wenn es um die Verteidigung der Meinungsfreiheit oder der Grundrechte geht, wo die anderen Parteien sich sehr bedeckt halten momentan im Rahmen der Corona-Krise. Die Frage war ja, können Sie verstehen, dass Menschen Sie ablehnen aufgrund Ihrer Poltering, nicht Sie, Herrn Wagner, sondern Sie oder Ihre Partei ablehnen aufgrund Ihrer Poltering und sehr lauten und provokanten und nicht immer konstruktiven Art? Das ist eine Frage der Meinungsfreiheit. Selbstverständlich kann ich Menschen verstehen, die die AfD ablehnen, genauso wie ich Menschen verstehen kann, die die Grünen ablehnen oder die CDU oder die SPD oder wen auch immer. Das gehört zur Demokratie dazu. Mein Stil
ist es nicht zu poltern. Andere poltern etwas mehr. Und ich glaube, dass wir in NRW mit diesem Stil ganz gut fahren, den wir hier verfolgen. Wir reden gerade über Stil, Herr Wagner. Warum muss die AfD denn sprachlich immer direkt den Hammer rausholen? Also bei Ihnen muss es immer direkt die Corona-Diktatur sein, es muss immer direkt das Ermächtigungsgesetz sein, es muss das Mahnmal der Schande sein. Warum kann man denn nicht vielleicht eine Stufe runterfahren und damit vielleicht auch eher in den Diskurs einsteigen? Warum immer direkt der Hammer? Also die einzelnen Begriffe, die Sie jetzt hier gerade genannt haben, die müsste man erstmal deuten. Und das Zweite ist, Sie werden in dieser medialen Welt häufig nur dann wahrgenommen, gerade wenn es um die AfD geht, wenn man etwas sehr prägnant auf den Punkt bringt. Und wenn beispielsweise der Föderalismus mit dem Bundesinfektionsschutzgesetz und dem Bundeslockdown quasi außer Kraft gesetzt wird, dann ist das eine sehr bedenkliche Entwicklung, für die es auch deutliche Worte braucht. Aber dann muss man das direkt Ermächtigungsgesetz nennen oder Diktatur. Also das meine ich, dass Sie immer direkt so den Hammer rausholen. Das wäre jetzt zwar nicht mein Stil, aber ich kann auch die Leute verstehen, die das sehr prägnant auf den Punkt bringen, um gehört zu werden. Das ist ja das Problem, wenn man heutzutage Dinge nicht so sehr auf den Punkt bringt, so prägnant ausdrückt, dann wird man häufig nicht gehört. Und ich glaube, den Leuten ging es darum, gehört zu werden. Aber nicht nur gehört zu werden, sondern ihnen ging es offenbar auch darum, gesehen zu werden. Sie haben ein Malbuch rausgebracht, zumindest ist das im Namen ihrer Partei rausgebracht worden. Und wegen dieses Malbuchs ermittelt jetzt die Staatsanwaltschaft Düsseldorf gegen Mitglieder ihrer Fraktion wegen Volksverhetzung. Grund war, da waren eben Sachen abgebildet, beispielsweise türkische Mitbürger, die beim Autokorso mit Pistolen in die Luft geschossen haben. Also wir haben dieses Malbuch nicht herausgegeben, sondern es wurde irrtümlich ausgelegt, bevor es überhaupt geprüft war. Als ich mich das erste Mal in Ruhe damit befassen konnte, war die Entscheidung recht schnell gefallen, dass das Projekt ersatzlos gestrichen wird und die Bücher eingestampft werden. Wir haben organisatorische Konsequenzen daraus gezogen. Der Fraktionsvorstand hat die Druckkosten selbst bezahlt, um das dem Steuerzahler nicht aufzulasten. Und ich finde, so geht man mit Fehlern um. Also es war ein Fehler. Dieses Malbuch war ein Fehler. Dieses Malbuch war deswegen ein Fehler, weil es herausgegangen ist, ohne dass es schon geprüft worden wäre. Sonst wäre es erst gar nicht rausgegangen. Das ist das eine. Und das zweite, das möchte ich auch noch mal ganz klar sagen, die Staatsanwaltschaft ermittelt, weil Anzeige erstattet wurde. Und jetzt nach anderthalb Jahren, so drei Monate vor der Bundestagswahl, hat man sich dazu entschlossen, das so zu machen. Ich will das nicht bewerten. Aber, wir halten es aber für politisch. Aber ich will das nicht bewerten. Aber eins will ich auch klar sagen, ich halte das, was die Staatsanwaltschaft hier aufführt, es geht um 2 von 60 Seiten wohlgemerkt, nicht für strafwürdig, aber es entspricht weder unserem Stil, noch entspricht es unseren Inhalten. Und das ist auch der Grund, warum wir das ganze Projekt eingestampft haben. Wir haben noch gute 2 Minuten, Herr Wagner. Die AfD ist schon Ihre 4. Partei. Sie waren vorher mal in der CDU und auch noch in anderen Parteien, haben recht oft gewechselt. In der AfD sind Sie jetzt, glaube ich, seit 8 Jahren. Wann ist denn da Ihre Austrittslinie überschritten oder bleiben Sie in der AfD? Ich bleibe natürlich in der AfD. Das, was Sie gerade eben gesagt haben, zeigt ja eigentlich, wie händeringend ich nach einer Alternative in der Politik gesucht habe, nachdem die CDU sichtbar Schritt für Schritt immer weiter nach links gerückt ist, nach einer konservativen Alternative. Und die AfD ist eine freiheitlich-konservative Partei. Und ich habe keinerlei Absicht, diese Partei zu verlassen. Im Herbst ist Bundestagswahl und da ziehen Sie mit der Forderung in den Wahlkampf Deutschland raus aus der EU. Warum? Diese Forderung habe ich zwar nicht unterstützt, aber ich kann diejenigen, die diese Forderung aufgestellt haben, durchaus verstehen. Denn die EU hat sich als vollkommen reformunfähig erwiesen, als schwerfällig und als ein Konstrukt, das man kaum noch demokratisch nennen kann. Und deswegen hat eine Mehrheit in der Partei es so gesehen, dass eine Reform der EU offensichtlich keinen Sinn mehr macht, sondern einen Austritt aus der EU und danach Verhandlungen zu führen, um ein europäisches Projekt auf die Beine zu stellen, welches die wirtschaftliche Zusammenarbeit innerhalb dessen, was man heute EU nennt, sichert, aber unter freien, souveränen Staaten. Die EU ist ja auch ein Projekt der Vielfalt. Wir haben ja gerade die Fußball-Europameisterschaft. Und da gibt es ja Fußballmannschaften, die sich hinknien aus Respekt und für Toleranz und Vielfalt. Können Sie das nachvollziehen?
Wissen Sie, ich persönlich habe ein großes Problem damit, dass der Sport im Allgemeinen und der Fußball im Besonderen immer mehr politisiert werden. Und ich würde mir wünschen, dass das im Fußball weniger wird und nicht mehr. Denn die Menschen wollen auch einfach mal Fußball schauen und nicht ständig mit irgendwelchen politischen Aussagen konfrontiert werden. Und deswegen ist es meiner Meinung nach so, dass diese Dinge im Fußball nicht allzu viel zu suchen haben. Die Zeit rennt. Kurzer Tipp, wer wird der nächste Bundeskanzlerin oder nächster Bundeskanzler in Deutschland? Ich glaube, dass nach der nächsten Wahl Angela Merkel noch eine ganze Zeit lang im Amt bleiben wird, als kommissarische Bundeskanzlerin, weil ich glaube, dass eine Regierungsbildung sehr schwer fallen wird. Und es wird ja kolportiert, Frau Merkel bereitet sich bereits heute auf ihre Neujahrsansprache vor. Aber was glauben Sie denn, wer wird es danach? Irgendwann ist Frau Merkel ja nicht mehr geschäftsführend im Amt. Momentan sieht es nach Herrn Laschet aus, aber es können sich so viele Konstellationen ergeben, dass ich mich hier jetzt nicht wirklich festlegen will. Es sieht nach Herrn Laschet aus, aber festlegen möchte ich mich nicht. Aber als regionaler Fernsehmacher würde mich noch interessieren, was glauben Sie, wer wird neuer Ministerpräsident in Nordrhein-Westfalen? Denn von einer Frau können wir ja, glaube ich, nicht ausgehen, oder? Ich tippe auf Herrn Wüst. Ohne der CDU jetzt vorgreifen zu wollen, aber ich glaube, es wird Herr Wüst werden. Aber wer es auch immer sein mag, wir nehmen sie, wie sie kommen. Kommen Sie mit Herrn Wüst klar? Ich habe wenig Kontakt zu Herrn Wüst, aber ich empfinde ihn als sympathischen Menschen. Kein Sommerplausch ohne die alles entscheidende Frage, Herr Wagner. Waren Sie schon im Urlaub? Geht's noch in den Urlaub? Und wenn ja, was haben Sie vor? Es geht noch in den Urlaub, aber ich kann Ihnen gar nicht sagen, was wir vorhaben. Denn wir werden das kurzfristig entscheiden. Wir haben das eine oder andere ins Auge gefasst, aber das Richtige war noch nicht so dabei. Und dementsprechend machen wir das kurzfristig. Man muss ja auch immer sehen, wer jetzt nach Portugal gereist ist. Ja, ich wollte gerade fragen, bleiben Sie im Land oder wollen Sie europäisch unterwegs sein? Wird wahrscheinlich eher im Land sein. Herzlichen Dank. Wir sind schon ein bisschen über der Zeit. Herzlichen Dank, dass Sie sich unseren Fragen gestellt haben. Vielen Dank. Ja, ich danke Ihnen. Schön, lieber Wagner, auch von mir ganz, ganz herzlichen Dank, dass Sie sich offen unseren Fragen gestellt haben und dass Sie auch kritisch Stellung bezogen haben, auch zu Fehlern, die vielleicht Ihre Partei gemacht haben. Das halte ich immer für richtig, auch das eigene Tun zu reflektieren. Und damit geben wir von dieser wunderschönen Kulisse hier mit dem Dom im Hintergrund, von den Rheinterrassen zurück ins Studio nach oben. Was ist hier passiert? Die Journalisten möchten Wagner zunächst in Sicherheit wiegen. Sommerplausch. Es geht harmlos los. Und tatsächlich, die ersten Fragen sind fair. Und Wagner denkt sich, okay, ja, das ist jetzt hier ein ordentliches Interview. Und sozusagen, er hat alle Chancen und die AfD, sie sind selber schuld, wenn sie keinen guten Eindruck machen. Es kommen dann heimlich die Entgleisungen, die man auf Anhieb gar nicht so bemerkt. Es sagt sich jetzt für mich hier im Nachhinein natürlich leicht. Ich habe mir das angeguckt, darüber nachgedacht. Mir fällt es jetzt natürlich leicht, das alles aufzuzählen. Trotzdem kann man ja versuchen, sich das im Nachhinein zu merken fürs nächste Mal. Weil wenn man die Methoden kennt, wenn dann in Zukunft etwas Ähnliches passiert, dann weiß man es schon besser. Für viele Menschen sind das Idioten, die damit laufen. Für viele Menschen sind das aber auch Helden. Was sind diese Menschen auf den Corona-Demos oder auf den Querdenker-Demos denn für Sie? Was ist auffällig? Dieses Framing oder diese Idee, diese Demonstranten, sie als verwirrt hinzustellen, das ist undemokratisch, das ist unzulässig. Wir haben die Meinung anderer zu respektieren. Vor allen Dingen, wenn sie sich die Mühe machen, dafür auf die Straße zu gehen und zu demonstrieren. Wagner verweist dann darauf, völlig richtigerweise, dass es das Grundrecht der Leute ist, zu demonstrieren. Was er hier aber verpasst hat, ist, er hätte auch klar machen können, dass diese Ansicht, die diese Frau hier darstellt, als wäre sie normal, das ist nicht normal. Es waren ja wirklich sehr viele Demonstranten und diese Leute als Idioten pauschal darzustellen, das ist eine Entgleisung. Können Sie verstehen, dass Menschen Sie ablehnen aufgrund Ihrer Poltering, nicht Sie, Herrn Wagner, sondern Sie oder Ihre Partei ablehnen aufgrund Ihrer Poltering und sehr lauten und provokanten und nicht immer konstruktiven Art? Es geht so weiter, dass die Moderatoren eine Geschichte erzählen. Sie erzählen den Altmedienframe. Und es ist relativ schwer für Wagner, was dagegen zu machen, weil es werden Vokabeln benutzt, die auf den ersten Blick zutreffend sind. Zum Beispiel polternd. Die AfD wäre polternd und ja, sie müsste doch einfach weniger polternd sein, dann würde es doch vielleicht besser ankommen. Scheint völlig legitim auf den ersten Blick. Ja klar, natürlich.
der Gauland, wenn bei ihren Reden, da poltern sie. Nur das Wort poltern oder laut sein, das könnte man für jede Partei verwenden. Und es ist natürlich Aufgabe der Opposition, zu einem gewissen Grad laut zu sein oder die Dinge klar auf den Punkt zu bringen. Die AfD ist im Gegenteil relativ zurückhaltend. Wenn man sich einmal daran erinnert, wie SPD und Grüne Ende der 90er mit der CDU und der FDP umgesprungen sind. Was die AfD hier macht, noch vergleichsweise harmlos, vor allen Dingen angesichts der Zustände, die hier herrschen. Es sind ja wirklich Dinge, man denkt, man ist, wo ist man hier? Klima, Corona, Migration, Euro, Griechenland, Atomausstieg. Es gibt wirklich Grund, Dinge klar hier zu benennen. Und das ist Aufgabe der Position. Jetzt kann man immer noch sagen, ja okay, aber es ist doch das gute Recht der Journalisten, poltern zu sagen. Aber das Entscheidende an der Stelle ist hier, sie sagen poltern und tun so, erwecken den Eindruck, das würde speziell die AfD auszeichnen. Und die anderen nicht. Das sagt er nicht direkt, aber den Eindruck, das suggeriert er. Und das ist das Entscheidende. Hier wird der Eindruck erweckt, so wie die Journalisten das machen, die AfD wäre so und die anderen wären ganz friedlich. Obwohl es genau das Gegenteil ist. Die anderen machen die AfD ja auf die schlimmste Art und Weise runter. Dämonisieren sie, entmenschlichen sie, greifen sie auf persönliche Weise an. Auf denkbar harte Art und Weise gehen sie mit der AfD um. Und hier hätte Wagner das klar machen können, hätte auf diese Suggestion eingehen können. Er muss die Journalisten gar nicht dafür angreifen, direkt. Sondern er sagt hier, es wird hier die Suggestion, sie stellen hier die Suggestion her, ob sie das wollen oder nicht. Das ist vielleicht gar nicht ihre Absicht, das machen sie vielleicht gar nicht absichtlich, aber ich muss hier diese Suggestion ganz klar widersprechen. Ständig kommen diese Framings. Sie ist ja die Geschichte, die Leute mögen die AfD nicht, weil die AfD angeblich zu laut wäre. In Wahrheit ist es natürlich so, was die Journalisten hier auch gar nicht aufgreifen. Was Wagner hier aber hätte viel stärker benennen können, ist die Benachteiligung durch die Medien. Und auch die Benachteiligung hier in diesem Interview. Herr Wagner, Ihre Partei wollte ja mal eine konservative Alternative sein zur bestehenden Parteienlandschaft, eine durchaus ehrenwerte Zielsetzung. Und jetzt gibt es sogar Politiker in Ihren Reihen, Spitzenpolitiker in Ihren Reihen, die Faschist genannt werden dürfen, Björn Höcke beispielsweise. Wie konnte es so weit kommen? Also es sind hier diese ganzen versteckten Framings in den Fragen. Das heißt, er behauptet jetzt, die AfD wäre nicht konservativ. Das ist ein ganz klares Framing. Dann das Framing, dass die AfD unnormal laut wäre. Was aber auch eine unzulässige, ja eine undemokratische Behauptung ist, weil es nicht der Aufgabe der Opposition ist, leise zu sein. Sondern Aufgabe der Opposition in einer Demokratie ist es, die Dinge klar auf den Punkt zu bringen, die Dinge klar zu benennen. Und dazu gehört zum Beispiel auch, Überspitzungen zu machen, wenn es passt, zum Beispiel mit der Corona-Diktatur. Gauland hat das wissentlich gemacht als Überspitzung, aber das ist auch Aufgabe der Opposition. Und so war es auch immer üblich in der Bundesrepublik Deutschland. Also gerade wenn man sich erinnert an SPD und Grüne, als sie in Opposition waren. Wie sie, wie gesagt, mit CDU und FDP umgegangen sind. Da ist das, was die AfD jetzt hier macht, vollkommen harmlos. Es kommen dann auch weitere Tricks von dem Moderator. Zum Beispiel sagt er, die EU wäre ein Projekt der Vielfalt. Also er nimmt hier ein Positiv-Framing der EU vor. Es ist aber nicht Aufgabe der Journalisten zu framen. Ein weiterer Trick ist, dass er es dann auch noch mit der Europameisterschaft verknüpft. Er versucht hier bei dem Publikum eine Verknüpfung zu erzeugen. EU, Europameisterschaft, Vielfalt, Bund, gut. Wagner hätte das benennen können. Das einfach gar nicht, dass der Moderator das machen will, sondern dass dadurch, indem der Moderator die Europameisterschaft und die EU und am besten auch noch Vielfalt in einem Atemzug nennt, dass er eine Verbindung beim Zuschauer erzeugt. Ob er das will oder nicht. Und die Zuschauer, wenn sie das hören, dann wissen sie natürlich sofort, der macht das absichtlich. Und Wagner hat ihn ertappt. Wagner muss gar nicht sagen, sie wollen das. Er sagt nie, nie sagen AfD-Vertreter, ihr Journalisten wollt das und das. Sondern er sagt immer, es passiert das und das. Es wird das und das erzeugt. Sie wollen das, ob sie das wollen, weiß ich nicht. Aber Fakt ist, es wird erzeugt. Und die Leute denken dann drüber nach und dann merken sie, ah ja, das stimmt. Das ist so, das ist wahr. Und es kommt dadurch ins Oberbewusstsein. Und die Leute fangen erst überhaupt an, darüber nachzudenken,
dass es solche Propagandamechanismen gibt und dass sie bei einem wirken. Und wenn Sie darüber nachdenken, wenn Sie über diese Propagandamethoden nachdenken, dann funktionieren sie nicht mehr. Sondern sie funktionieren nur dann, wenn sie heimlich unter dem Radar bleiben, so wie es im Moment ist. Interessant ist auch der Schluss. Er ist hochgradig vergiftet. Auch von mir ganz, ganz herzlichen Dank, dass Sie sich offen unseren Fragen gestellt haben und dass Sie auch kritische Stellung bezogen haben, auch zu Fehlern, die vielleicht Ihre Partei gemacht hat. Das halte ich immer für richtig, auch das eigene Tun zu reflektieren. Und damit geben wir von dieser wunderschönen Kulisse hier mit dem Dom im Hintergrund, von den Rheinterrassen zurück ins Studio. Der Moderator, er erwähnt, ja, es wäre ja gut, dass Wagner Fehler zugeben würde und lobt ihn dafür. Das heißt, er verbreitet das Framing, der AfD hätte Fehler gemacht und Wagner hätte es eingestanden. Und das ganze Interview ist voll mit diesen Tricks. Mit jeder Frage wollen diese Journalisten den AfD-Vertreter reinlegen, in einer Art und Weise, dass er die Medien möglichst nicht belangen kann und dass er es möglichst gar nicht merkt. Wagner hat sich aus meiner Sicht gut geschlagen. Er hat vor allen Dingen auch in vielen Bereichen Aufklärung betrieben. Ganz wichtig, was zum Beispiel Tino Chrupalla viel zu wenig macht. Er hat ja in vielen Bereichen den Zuschauer aufgeklärt. Und wenn nicht aufgeklärt, dann in Erinnerung gerufen, was genauso wichtig ist. Weil wichtig ist die Anzahl der Benennungen. Wenn etwas nur einmal benannt wird, dann hat das nicht die Wichtigkeit, wie wenn es ganz viele oft benennen. Das ist einfach psychologisch so. Wenn es einmal irgendwas, sei es noch so wichtig, wenn es nur einmal genannt wird und dann nie wieder, dann erscheint es nicht so wichtig. Und deswegen laden sie AfD-Vertreter möglichst selten ein. Was Wagner aber leider nicht geschafft hat, ist, diese Journalisten hier zu stellen, überhaupt die Medien zu stellen. Er hat sich nicht getraut, die Medien anzugreifen. Ohne das geht es aber nicht. Ohne die Medien zu stellen, sie öffentlich vor dem Publikum bloßzustellen, wirksam. Solange das nicht geschieht, wird es in Deutschland keine große Änderung geben. Das muss passieren. Und bis jetzt ist es noch sehr selten, wenig passiert. Die AfD hat öffentliche Auftritte. Nicht nur bei den Öffentlich-Rechtlichen, die AfD hat eine Reichweite. Wenn die AfD oder andere Oppositionsparteien es endlich schaffen, die Medien zu stellen, indem sie am besten Dinge aus dem Interview aufgreifen, Propagandamethoden aufgreifen, dann nimmt die Medienherrschaft ein Ende. Und das würde dann ganz große Veränderungen bedeuten. Aber das ist im Moment noch nicht, bis jetzt noch nicht in Sicht. Aber dafür, ja, dafür kämpfe ich, dass das endlich mal passiert. Ihr könnt ja schreiben, was ihr denkt, was ich vergessen habe und was ihr sonst so denkt. Und wie gesagt, wenn ihr euch das ganze Interview Stück für Stück analysiert wünscht, dann schreibt es in die Kommentare. Macht's gut.